Wenn meine Frau und ich am Abend unsere Kinder ins Bett bringen, dann stellen wir unseren beiden kleinen Söhnen meistens die Frage, wie war dein Tag? Und meistens antwortet der Ältere von den beiden, dass sein Tag so war, so super oder gut. Und der Jüngere von den beiden, der antwortet meistens mit diesem Handzeichen. Mein Tag war okay, so mittel. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass bei dieser Antwort von ihm ich innerlich irgendwie unruhig wurde, weil ich mir die Frage gestellt habe, ja, warum ist dein Tag nicht besser für ihn? Habe ich irgendwie was versäumt oder was verpasst oder hätte ich was machen müssen oder tun können, um seinen Tag noch schöner oder noch besser zu gestalten, damit auch er sagen kann, sein Tag war top. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, was da in meinem Inneren an Unsicherheit ist, dass das gar nicht nur in erster Linie meine Kinder betrifft, sondern viele andere Bereiche meines Lebens auch. Dass ich oft am Abend im Bett sitze und so halb bewusst darüber nachdenke, wie ist mein Tag verlaufen. Und dann habe ich so eine Art innere Stimme, die mich anklagt und sagt, das, was du gemacht hast als Ehemann, das, wie du dich um deine Gemeinde als Pastor bemüht hast am heutigen Tag, das war nur so mittelmäßig. Das war nicht wirklich gut genug. Und als ich vor kurzem draußen spazieren gegangen bin, ist mir das so richtig bewusst geworden, wie sehr mich das niederdrückt. Dieses Gefühl von Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit, das ich da immer wieder in mir selber habe. Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen Menschen. Und dann ist mir da diese Situation in der Bibel in den Sinn gekommen, wo Jesus auf dem großen Feld sitzt mit tausenden Leuten um ihn herum. Und sie haben ihm den ganzen Tag zugehört und dabei sogar aufs Essen vergessen. Und am Abend sitzen sie da und sind hungrig und keiner weiß, wie die jetzt satt werden sollen. Und dann sagt Jesus noch zu seinen Jüngern, ja, besorgt ihr doch was zu essen. Und natürlich können sie das nicht. Und dann kommt plötzlich dieser kleine Junge zu Jesus und zu seinen Jüngern und holt da aus seiner Tasche 5 Brote und 2 Fische und bietet die Jesus an. Und dann habe ich mich selber in der Situation von diesem kleinen Jungen gesehen, am Ende meines Tages. Und dann nimmt Jesus aber das, was ihm dieser kleine Junge anbietet, und er beginnt das aufzuteilen und verteilt das an seine Jünger und die verteilen das immer weiter an all diese Menschen da draußen. Und die werden alle satt. Plötzlich hat das, was objektiv betrachtet völlig unzulänglich war, völlig ausgereicht, weil er ein Wunder getan hat. Und Jesus kann das nicht nur für dieses kleine Kind machen, sondern er kann das auch für mich machen und er kann das auch für dich machen. Dass er das nimmt, was wir ihm zu bieten haben, was wir ihm schenken, was wir für ihn einsetzen wollen. Solange wir nur bereit sind, das für ihn einzusetzen, er nimmt das und er vermehrt das und er macht ein Wunder draus. Und am Ende genügt es dann doch. Und mir ist aufgefallen, wenn ich meinem Sohn ins Gesicht schaue am Abend und er denkt so über seinen Tag nach, ja, wie war mein Tag war so, er ist gar nicht unzufrieden damit. Und vielleicht ist das bei uns manchmal gar nicht der Anspruch, den Gott an uns stellt. Oder andere Menschen, unsere Familie oder unsere Kinder oder unsere Freunde. Vielleicht ist es manchmal unser eigener Anspruch an uns selber. Dass wir meinen, wir müssten besser sein, als wir sind. Dass wir sagen, unser Okay ist nicht gut genug. Aber was, wenn für Jesus das, was du ihm gibst, gut ist, gut genug? Was, wenn du gut genug bist, so wie du bist für Jesus. Gut genug.